Wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist für euch der Moritz von Session und ich habe euch eine Snare mitgebracht aus dem Hause Yamaha. Serie heißt Oak Custom, also ein Eichenkessel. Siebenlagig ist das Teil. Nein, Entschuldigung, sechslagig ist das Teil. Und wie sie klingt, 14 x 5,5 Zoll, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß. So, eine erste Runde auf der Yamaha Oak Custom Snare, 14 x 5,5 Zoll. Farbe heißt, wie auch das Shellset, was wir euch bereits vorgestellt haben, Black Sparkle Sunburst. Bei 14 x 5,5 Zoll haben wir nicht so viel Kesseltiefe. Es sind normale geflanschte Spannreifen drauf, also keine Gussspannreifen. Wir haben eine relativ schöne, wie ich finde, Abhebung, die erstmal einen ordentlichen Widerstand bietet. Also da passiert es nicht mal aus Versehen, dass man da den Teppich ablöst, sondern man muss sich wirklich schon ganz bewusst dafür entscheiden. Also hier ist dann so ein bisschen der Punkt, an dem der Widerstand kommt und dann kann ich sie einrasten lassen. Ich habe natürlich auch eine Feinjustiermöglichkeit hier drüben mit einem stufenlosen Drehrad, um den Teppich anzupassen, eben was jetzt relativ viel. Ich gehe jetzt noch mal kurz auf den Sound mit relativ wenig Teppich, dann klingt sie noch ein bisschen knalliger. Ich finde, die Snare singt richtig schön. Also manchen gefällt das nicht so sehr, aber hey, wir haben einlagiges Fell drauf. Wir haben unten einen Teppich. Wir gehen mal kurz ein bisschen Spiralen zählen. Kleinen Moment.
So, einmal Snare-Ständer finden, dass ich ihn aufmachen kann. Da ist er. Unterseite ist natürlich auch ein schön dünnes Hazy-Fell drauf. Jetzt sieht man auch nochmal wirklich diesen schönen Eichenkessel von innen. Ich zähle nochmal die Lagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, 6 Stück waren es. Snare-Teppich, ganz einfach aus Stahl, liegt schön flach auf. Snare-Bed haben wir hier wirklich kaum, also es ist nur ganz, ganz bisschen was zu sehen und zu fühlen. Ist natürlich etwas abgeflacht gegenüber der restlichen Gratung, aber es ist jetzt nicht so wirklich, dass wir da so ein krasses Snare-Bed drin haben. Spiralen, ich tippe jetzt mal auf 20, zähl mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jawohl, gut geschätzt. Und ansonsten nichts Spektakuläres auf der Unterseite. Abhebung nochmal ganz kurz von der Seite für euch zu sehen. Schön verarbeitet, alles in Chrom, wie auch die restliche Hardware. Wir haben, was wir hier gut sehen, Split-Lugs, das heißt keine durchgehenden Böckchen, was man oft bei 5,5 tiefen Snares hat, dass sie nur eines haben, sondern hier hat man sich wirklich die Mühe gemacht, zwei Böckchen. Und man sieht auch nochmal im Detail hier wirklich diese schönen Flakes, diese Sparkle-Flakes, die die Snare eingearbeitet hat. Und das ist wirklich sehr, sehr nett anzusehen, wie ich finde. Hier nochmal die Badge, Oak Custom, da sieht man es gut. Und man sieht auch Made in Japan. Ja, das heißt, Japan, Instrumentenbaukunst, gibt es ganz, ganz viel, was daherkommt. Und darf man tatsächlich nicht verwechseln mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, Niedriglohnländern, bei denen Produktionsqualität ja immer so ein bisschen in Frage gestellt wird. Natürlich ist China-Ware auch nicht gleich China-Ware. Auch da gibt es tolle Produkte, die qualitativ gut sind. Aber Japan ist doch nochmal ein bisschen ein anderes Level, was auch wiederum so ein bisschen für die, ich sag mal, gehobene Mittelklasse spricht. Und das aber zu einem, wie ich finde, nicht gehobenen Mittelklasse-Preis, sondern tatsächlich eine ganze Ecke unten drunter. Ich mache jetzt noch mal ein paar Sachen mit der Snare. Nämlich zum einen wieder ein bisschen mehr Teppich reindrehen. Und dann auch mal für die Leute, die sagen, ja, ich möchte mal wissen, wie klingt das Teil denn ein bisschen abgedämpft. Wir wollen euch ja beide Sachen immer zeigen. Einmal komplett offen, ohne irgendwelche Dämpfungsmaterialien. Und jetzt nochmal eine Runde mit Moongel. Für die, die sagen, ja, der Tontechniker beschwert sich live immer, dass es zu viel schnarrt, zu viel sirrt. Und da muss man auch ein bisschen was gegen machen. Das tun wir jetzt mal an der Stelle mit einem Moongel-Pad. Und dann machen wir nochmal ein bisschen auf die 12 mit der schönen Snare, damit wir auch mal hören, was das Teil hier macht. Doch eine ganze Ecke abgedämpfter damit. Krass, was so ein Teil ausmacht. Man kann sowas natürlich auch aufs Resonanzfell kleben, machen viele, um den Teppichsound noch ein bisschen wegzunehmen. Ist Geschmackssache, muss ich sagen. Gibt auch Fälle, mit denen muss man sowas nicht machen, mit Dämpfungsringen, mit kleinen Luftauslasslöchern oder mit dem Dot in der Mitte. Da kann man also viel mit dem Sound machen.
aber mit einem einlagigen Fell kriegt man auf jeden Fall noch mal so ein bisschen wirklich die Essenz der Snare und die wollen wir euch ja auch zeigen. Und was ihr im Endeffekt daraus macht, ist natürlich euch überlassen. Stimmenmäßig gucken wir auch noch mal ein bisschen, was da noch so geht. Die kann man natürlich auch so ein bisschen dreckiger noch nach unten stimmen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Snare-Tiefstimmen ist natürlich gar nicht so einfach, weil je weniger Spannung ich auf dem Fell drauf habe, desto mehr merkt man auch so kleine, ja, Unterschiede zwischen den einzelnen Schrauben. Da macht das schon sehr, sehr viel aus. Gucken wir mal. So, mal ganz grob. Gucken wir mal kurz. Also auch in die Richtung kann man damit natürlich noch gehen. Und mal nochmal das krasse Gegenteil. Nach oben damit. Jetzt haben wir mal so das klassische 14x5,5 auf die 12 Metal Sound, damit sie so richtig schön zwischen die Ohren geht, ist wie gesagt jedem selbst überlassen, aber ich finde es immer wichtig, wenn ein Instrument, und das ist ja eine Snare auf jeden Fall, auch vielfältig ist, sodass man damit verschiedene Stilrichtungen abdecken kann, verschiedene Musik machen kann, wenn sich sowas auch als Side-Snare einsetzen lässt, also links von mir oder rechts von mir, je nachdem, was man hier noch anderes stehen hat, dass man den Sound damit gut ergänzen kann und damit muss so ein Teil natürlich auch flexibel sein. Man merkt, mit 2-3 Minuten Aufwand schon 3 verschiedene Sounds, Teppicheinstellungen, 4-5 verschiedene Sounds. Also, dass eine Snare nur eine Snare ist und nur einen Sound hat, ist vollkommener Quatsch. Immer selbst ausprobieren, würde ich vorschlagen, ob sie zu eurer vielleicht schon vorhandenen Snare passt oder zu eurem Kit, was ihr schon habt. Das Teil gibt es natürlich einzeln bei uns bei Session. Probiert es aus, hört es euch an und wenn es euch gefällt, nehmt es mit. Und wie immer natürlich 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtausch. Guckt auch mal auf session.de. Gibt es noch ein paar schöne Detailfotos von dem Teil und auch vom restlichen Kit vom Oak Custom, was noch außen rum gehört. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.